Hi und herzlich willkommen zu Teil 2 von meiner kleinen Reihe. Ja, das ist jetzt der zweite Teil, da zeige ich euch jetzt einfach bloß zum 24. bis zum 26. und so ein bisschen meine Geschenke und einfach so ein bisschen was bei uns los war. Und ja, danach war es das dann und ja, gut. Ich würde sagen, jetzt starte ich hier und rede nicht mehr weiter. Hier kommt dann mein Video. Also, tja, wir haben den 24. und mein geliebter, gewohnter Kopfhörer ist heute leider Gottes verstorben. Meine Mom hat jetzt mit wirklich meisterlicher Technik, also das muss man schon mal sagen an dieser Stelle, meine Mutter ist besser als Bob der Baumeister, angefangen den zu kleben. Der ist jetzt nämlich erst hier gebrochen und dann ist er blöderweise auch noch vom Hörer weggebrochen. Und wir hoffen jetzt, dass wir den noch geklebt bekommen, weil, naja, ohne meine Musik bei Nacht kann ich nicht so gut schlafen. Bis später! So, wir haben endlich den 24. geschafft und somit ist meine Weihnachtsvorbereitungswoche vorbei. Jetzt haben wir Weihnachten. Jetzt kommt morgen noch ein kleines Video und auch übermorgen. Und dann werde ich es am Mittwoch, wird es dann hochgeladen voraussichtlich. Und ja. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar meiner Geschenke. Da hätten wir zum einen hier diesen wunderschönen Beutel mit dem Text hier. Geldsack für Anzahlung für die erste Million. Das ist lustig. Das haben mir meine Eltern geschenkt. Dann nochmal, wie erwähnt, hier dieses tolle Brett. Das habe ich von Babette und Winfried bekommen. Dann habe ich hier so ein wundervolles Kinderbuch bekommen. Ich liebe diese Bücher immer noch, die sind nämlich echt toll. Gut, jetzt etwas weniger kindlich, dafür etwas trinkerischer, habe ich hier ein Buch über das Thema Whisky bekommen. Und noch ein zweites Buch zum Thema Whisky. Ja, man muss eben so ein bisschen was über Whisky wissen. Ja. Gut, dann habe ich hier dieses Spiel bekommen. Das heißt 110% Querdenken. Entschuldigt. Ich zeige euch mal, wie das dann ist von innen. Aber das mache ich jetzt nicht heute. Und dann hätten wir hier noch... Wartet, muss ich kurz umdrehen. Das da. Das ist ein Spiel, wo man so die... wo man zum Beispiel so ein Wort kriegt wie... Sekunde, ich lese es mal ganz kurz. So. Scherzartikelbetreiber und dann soll man da rausfinden, wie viele Worte, aus wie vielen Worte da drin stecken. Wie zum Beispiel diese Scherz, Artikel, Erz, ja, und so weiter. Ich kann es jetzt gerade nicht, es ist irgendwie spät und ich bin müde am 24. Das ist schon etwas. Ja. Wie war mein Tag? Die kurze Zusammenfassung. Ich war heute bei meinen Großeltern. Wir haben Käsefondue gegessen. Gibt es bei uns jedes Jahr. Allerdings besonders war, dieses Jahr habe ich's Fondue gemacht, weil meine Oma sich an der Schulter verletzt hat und nicht rühren konnte richtig. Dann habe ich noch ein kleines, dann haben wir Geschenke ausgepackt und ich habe dieses Spiel hier von meiner Oma und meinem Opa bekommen. Dann sind wir nach Hause gefahren und da habe ich dann noch mit meinen Eltern ein kleines Weihnachtsfest gefeiert, wo dann noch ein paar andere Geschenke, die eben, die sonst noch so waren, aufgebracht wurden. Wo ich auch unter anderem dann ein paar Amiibo-Karten fürs Animal Crossing-Spiel geschenkt bekommen habe. Und ich habe jetzt noch durch den Unfall mit meinem Kopfhörer, weil der ist mir ja heute kaputt gegangen, was ich euch wahrscheinlich in einem anderen Video zeigen werde, das hier davor kommt. ja, der ist ja kaputt gegangen und den haben dann... Der ist auf jeden Fall dann so gewesen, dass ich jetzt noch zwei neue bestellt habe von derselben Art, weil, ja, ich hänge einfach an diesen Kopfhörerart und ja. Und die waren jetzt auch preiswerter als damals, als ich den gekauft habe. Und ich habe dabei entdeckt, wann ich den gekauft habe, nämlich 2012. Also der hat jetzt 4 Jahre lang gehoben. Das ist schon beeindruckend. Gut, was war noch? Ja, ich habe noch ein kleines Weihnachtsfest mit meinem Hasen gefeiert. Der hat dann so ein bisschen was zum Knabbern bekommen. So ein paar Hasenleckerlis. Und ja, das war es eigentlich auch. Und ja,
Dann haben meine Mom und ich jetzt nachher noch vorschnell den Kopfhörer zu kleben, damit der dann, um zu gucken, ob es funktioniert. Und drückt mir die Daumen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. So, hier sieht man jetzt die Kopfhörerklinik, bestehend aus einer Zeitung, eine Menge Zeba. Eigentlich kein Zeba, aber irgendwie nennt man das immer Zeba. Wieso wohl? Naja, dann hier Kleber, Sekundenkleber, Kleber, dann ein bisschen, hier so ein bisschen drum gewickeltes. Und zwar eins der besten Erfindungen, die ich so kenne, nämlich hier Fixomull. Oh, das Zeug ist so prima, weil das Tolle ist, das kannst du dir zuschneiden zum einen und zum anderen, es ist weich. Also, kleiner Tipp an alle Asperger da draußen, wenn ihr irgendwelche Wehwehchen habt, die größer sind, nehmt Fixomull, weil das klebt gut und es funktioniert wirklich so, dass man es auch, zum Beispiel also wie man hier sieht, auch mal so um eine Ecke oder eine Kurve wickeln kann. Ja, drückt mir die Daumen, dass mein Kopfhörer jetzt sich innerhalb der nächsten 2 Stunden anpappt und ja, wir sehen uns. Tschüss! Hi und willkommen zu meinem Weihnachtswochen-etwas von der Silvesterwochen-Vorbereitungsvideos. Heute ist der 25. und ich dachte mir, da ich gestern euch nicht alle meine Geschenke zeigen konnte, die ich so bekommen habe, möchte ich euch heute noch so ein paar zeigen. Immer noch nicht alle, aber immerhin noch ein paar. Und ja, ich fange einfach mit dem von meiner Schwester an. Das ist hier so eine wunderschöne Karte. Die finde ich wirklich schön, weil ich echt das Muster voll gern mag. Die kommt dann auch wahrscheinlich irgendwann da hinten ins Regal. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass es auf der Kamera immer spiegelverkehrt ist. Also entschuldigt. Ein anderes Ding, was ich das ich bekommen habe, ist dieses wunderschöne große E. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also entschuldigt. Und ja, ich finde, das ist wirklich wunderschön und das Tolle daran ist, oh, es riecht total toll nach Holz und Wald und ist wirklich cool. Ja, noch ein Geschenk, das ich bekommen habe, ist dieses Handtuch mit diesen süßen Nikoläusen und den Geschenken und den kleinen Zimtmännchen. Lebkuchenmännchen, entschuldigt. Und ja, das ist auch voll cool. Ich freue mich riesig darüber. Und ja, dann noch ein Geschenk, das mein Bruder mir gemacht hat, wo er aber nicht wissen konnte, dass ich es total liebe, sind diese Haribo-Schnuller. Ich habe die schon als Kind geliebt und ja, das ist so Kindheitserinnerungen und total toll und ich freue mich riesig. Und ja, dann das Geschenk, wo wahrscheinlich am aufwendigsten ist und so ist diese Büchse mit diesen süßen Fischchen und hier sind Robben drauf, die habe ich da vorher noch gar nicht. Und da ist eine Schildkröte. Und entschuldigt, ich habe die Box mir noch nicht so wirklich richtig angeschaut und habe gerade selbst noch Dinge entdeckt drauf. Und ja, auf jeden Fall zeige ich euch auch, was in der Box drin ist. Nämlich, das sind, ja, diese Dinger nennen sich Amiibo-Karten von Animal Crossing. Und da habe ich mir dieses Jahr so ein paar Päckchen gewünscht, weil ich eben anfange, das Spiel wieder mehr zu spielen und das Welcome to Amiibo ist da eben jetzt gerade eine Erweiterung und da kann man dann diese Figuren, die auf den Karten sind, ins Spiel holen. Und wartet ganz kurz, ich kann euch jetzt auch mal endlich meine absolute Animal Crossing Lieblingsfigur zeigen. Das ist Reinhold und der wohnt bei mir in der Stadt und ich finde ihn total toll und niedlich und ich bin total verrückt nach diesem kleinen Hamster. Gut, das war es jetzt mit den Geschenken und jetzt kann ich euch aber noch erzählen, was ich heute gemacht habe. Und zwar, heute war ich sehr müde noch vom Weihnachten gestern. Auch wenn Weihnachten sehr schön war, war ich trotzdem echt groggy und ja. Dann habe ich auf jeden Fall heute lange geschlafen, weil ich echt erst spät ins Bett bin, erst so um 7 Uhr rum, weil echt der Kopfhörer hat voll lang gebraucht, bis er endlich fest war. Und das war so
Unfassbar nervig. Ja, dann die andere Sache, die ich heute gemacht habe, war, ich habe heute auf jeden Fall auch unseren Hund wieder gesehen. Der ist nämlich heute aus seinem kleinen Kurzurlaub zurückgekommen. Hier an dieser Stelle werde ich jetzt ein kleines Video einfügen. Ich habe einen Versuch gemacht, aber der ist schief gegangen. Und dann nach dem Video kommt noch ein Foto. Und ja. Gerade eben ist unser Hund nach Hause gekommen und wir haben eine riesen Veränderung in unserer Wohnung. So. Und ja. Da rennt er und. Oh, weil er halt keine Lust hat, Vater. Und hier oben hängt die Veränderung. Und ja, ich habe gehofft, er reagiert irgendwie drauf, aber er scheint mir nicht den Gefallen tun zu wollen. Ja, gut. Aber anscheinend schmeißt er sonst alles um. Also dann, ciao. Dann die nächste Sache, die ich noch gemacht habe, war, ich habe heute sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht und es war echt schön so, einfach mal Familienzeit. Und das Schöne war auch, dass meine Schwester heute da war und wir dann auch dass ich auch mit ihr Zeit verbringen konnte. Und ja, dann habe ich meine Mutter hat heute ein Geschenk aufgemacht und in dem Geschenk war was drin. Und ich habe bis heute wirklich immer, wenn mich jemand gefragt hätte, ob es sowas gibt, gesagt, das ist so eine Erfindung aus Weihnachtsfilmen. Aber heute habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben eine eigene Zuckerstange in der Hand. Und ich bin so begeistert, weil ich habe noch nie eine Zuckerstange in all den Jahren, in denen ich jetzt lebe. Und ja, die gibt es wirklich. Ja, dann war... Außerdem noch habe ich heute angefangen, den ersten Teil von meinem Weihnachtsvideoblog zu schneiden. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und das war mein Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss! Hi! Ja, und willkommen zu meinem... Videoprojekt-Dings mit den Videos über die Feiertage. Okay, ich gebe es zu, ist nicht unbedingt der beste Titel aller Zeiten, aber mir fällt noch ein besserer ein, spätestens wenn ich es hochlade. Ja, heute ist der 26. und ich erzähle euch jetzt, was ich heute so gemacht habe, was bei uns so los war und ja, ich fange jetzt einfach an. Also zum einen hatten wir heute Besuch von einer meiner Tanten und einem meiner Onkels und dann ihren Kindern. Die kommen aus einer anderen Stadt und sind sehr selten da. Und ja, wir haben uns jetzt heute besucht und ja, war halt Familienbesuch. Zum anderen habe ich heute Isa auf jeden Fall viel gekrault und wir haben etwas Zeit miteinander verbracht. Und ja, Mama fängt jetzt auch schon an mit den typischen Weihnachts- Karten zurückschreibe, Dingern. Also da fängt sie gerade schon an, heftig zu schreiben. Und ja, dann habe ich das andere, wartet mal ganz kurz, ich will nicht unhöflich sein, aber ja, habe ich ein Rezept aus diesem Buch hier probiert für Irish Coffee, aber ich habe es abgewandelt zu einer Irish Schokoladenmilch. Ja, ich war danach etwas betrunken, aber gut, so ist es halt, wenn man Alk trinkt. Ja, gut, was war denn noch so? Ja, ich habe heute auf jeden Fall mich sehr viel erholt und habe auch viel, habe versucht viel zu schlafen, weil ich einfach gedacht habe, boah, die letzten Tage war viel los und ja, es war einfach ein echt total langes Wochenende und da habe ich mich jetzt heute einfach viel erholt und wieder versucht zu Kräften zu kommen und ja, ich hoffe, dass mir das auch so gelungen ist. Und ja, was ich sonst noch heute so gemacht habe, war, auch wenn es noch nicht ganz Jahresende ist, es sind ja noch ein paar Tage, habe ich heute so mein Fazit zum Jahr 2016 gezogen und muss sagen, für mich war es ein wirklich gutes Jahr. Ich habe viel Spaß gehabt und Freude. Ich habe viel
gemacht. Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht. Ich habe mich auch sehr gut weiterentwickelt, finde ich. Und ja, ich fand es war einfach ein wundervolles Jahr und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart, sozusagen. Oder ja, ihr wart dabei irgendwie auch. Und dass ihr auch ein Teil von diesem guten Jahr wart. Und ja, dann habe ich mir einfach so gedacht, es war eigentlich echt eine tolle Zeit, so die letzten Wochen, Monate, dieses Jahr. Ja, und das habe ich mir einfach heute so gedacht und habe dann auch gedacht, wie froh ich eigentlich sein kann, dass ich so eine gute Zeit habe. Und dass es einfach nicht selbstverständlich ist, weil es gibt auch viele Zeiten, wo es einfach nicht gut läuft. Aber ja, gut. Ja, das war eigentlich alles, was ich heute so gemacht habe. Und ich hoffe, euch hat meine kleine Reihe gefallen. Nachher werde ich noch so ein kleines Endvideo drehen. Und ja, bis dahin. Tschüss. Das war's. Meine Woche ist vorbei und ja, ich hoffe, meine Woche hat euch gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, was ich noch sagen wollte war, ich wünsche euch allen noch ein wundervolles neues Jahr und auf jeden Fall ein wirklich wundervolles Restjahr. Gut, es sind jetzt nur noch 24 Stunden, aber ja, ja, ist halt jetzt so. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Ich will euch keinen guten Rutsch wünschen, ganz ehrlich. Nicht, weil ich es nicht böse meine, aber ich will nicht, dass ihr ausrutscht und dass ihr euch wehtut. Das fände ich dann nicht so schön. Also wünsche ich euch einfach einen guten Start ins neue Jahr und dass 2017 für euch genauso toll werden wird, wie 2016 für mich war. Und erzählt mir gerne, wie euer Jahr war und was habt ihr für Vorsätze fürs neue Jahr. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ihr könnt mir auch gerne Daumen hoch da lassen oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Da ist gerade noch meine Mutter schnell durchs Bild gelaufen. Die wünscht euch bestimmt auch noch eine tolle Zeit. Bis dahin, tschüss. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr am Mittwoch wieder wie gewohnt. Ciao. Ja, du bist im Bild rumgetappt und jetzt erzählst du auch noch mitten im Aufnahme was. Und da ist meine Mutter noch auf dem Rückweg. Gut, das war's. Wir sehen uns dann. Wundervolle Zeit. Bis 2017. Ciao.